Ich hatte das Gefühl, komm ich jetzt mysteriöserweise oben ins Tochterschlafzimmer? Nö. Das ist nicht das Lied, was wir unten gerade gespielt haben, oder? Oh, was? Wirst du das Spiel? Okay, lass uns ein Piano finden. Schon, oder? Ich dachte vielleicht, dass das dann von dem Konzertsong so Stückerl gewesen wären, aber Aber immerhin komme ich mit diesem Paar schon weiter, wenn ich in die richtige Tür reingehe. Okay, nein. Definitiv nein. Da ist ein Kalender auf dem Tisch. Er ist im November geöffnet. Ein paar Jahre später. Früher. Culture Day. Extra Holiday. Labor Thanksgiving. Das soll mir was sagen? Nerdy? Muss ich mit dem dann runter? Hallo. Okay, Suche vielleicht. Sagt keiner was zu. Und TV. Hier haben wir halt überhaupt nichts. Überhaupt gar nichts. Da ist die Leiche drin. Da ist die Bücher. Da ist das Gästeklo. Ja, hier ist das Gästeklo. Mistress Room ist die Musikbox. Im Masters Room kommen wir nicht rein. Im Bedroom brauchen wir irgendetwas, um den Türstopper wegzumachen. In den Daughter Room kommen wir nicht rein, aber dafür haben wir da die Musiknoten. Ja, in so einen Klo gehe ich auch immer. Hier war ich noch. Doch, hier war ich schon. Butler Room ist locked. Ah. Das ist cool.
Die Leiche von einem Mann, der einen Anzug trägt. Hey, Kyoko. Denkst du nicht auch, die Leiche ist komisch? Komisch? Wie? Es ist nicht so, dass ich jemals eine Leiche so vorgesehen hätte. Ich meine, ich auch nicht, aber sie sieht ziemlich frisch aus. Sieht nicht verrottet aus. Glaubst du? Vielleicht ist dieser Kerl vor kurzem gestorben. Ah, tut mir leid. Ich bin mir sicher, du möchtest nicht auf die Leiche starren. Ah, ist schon okay. Aber ja, ich möchte ihn nicht wirklich ansehen. Hm? Versuche, ist das nicht irgendwas? Da, in der Blutlache? Du hast recht. Okay. Wetten, das ist der Butler? Gehen wir zum Butler. Wetten, das ist der Butler? Bitte lass es der Butler sein. Ja, es ist der Butler. Der Butler ist der Tote. Entschuldigung. Hätte ich auch gesagt. Schon, oder? Und Plot-Twist. Zum Schluss steht er dann wieder auf und steht dann vor dir. So wie in Saw. Ein Bett. Da ist etwas darunter. Hey, du hast recht. Ach. Das ist ein Tagebuch. Warum ist das unter dem Bett? Sie würden sehr... Sie würden sich schämen darüber, dass jemand liest, bin ich mir sicher. Schau, es hat sogar ein Schloss. Einfach aufmachen, würde ich sagen. Ah, hier ist ein Buchstabes. Aber nicht die Buchstabes, die wir brauchen. Können wir das vielleicht mit dem Rowdy machen? Oh, ich frage für einen Freund. Kannst du es aufmachen? Kannst du das aufmachen? Ein Tagebuch. Da ist ein Schloss dran. Blitzmerker. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich frage mich, was darin ist. Geld oder sowas? Frage ich mich auch. Weil es ja verlassen. Wie auch immer. Gut. Wir haben jetzt in dem Mistress Room die Spieluhr. Wir haben den Song fürs Piano. Wir brauchen einen Schlüssel für das Tagebuch und wir können irgendetwas mit dem Safe machen. Und wir haben für nichts eine Lösung. Das ja, ich möchte, dass du spielst, bla bla bla.
Mich stört halt, dass ich auf dem Piano spielen kann, aber nichts passiert. Und mit der Musikbox hat es ja auch nichts zu tun. Und in das Tochterzimmer kommen wir nicht rein. Ach ja, und dann brauchen wir nur für das Bedroom hier. Hallelujah, it's raining man. Ja, danke. Kann ja nur die eine Musiknote da spielen. Erstmal anders hinhocken. Und den Pulli runterziehen. Vielleicht mit dem haben wir jetzt, kann man mit dem noch mal die Leiche begutachten. Eventuell. Nein, kann man nicht. Das geht natürlich nur mit unserem, hey, mir ist alles scheißegal, Kerl. It's mysterious. Oh man, das Klo. A musical snuff box. Ich hab das fast jeden anderen Recital. Ich spielte das auf einem Recital an einem Tag. Ah, ja, Kyoko. Hast du nicht Piano spielen gelernt? Ja, ich hatte denselben Unterricht wie Rio. Kannst du das dann mitnehmen? Okay. Haben wir auch noch was? Nächstes Musikstück. Weil kann man ja jetzt nur mit ihr spielen, weil die andere das jetzt nicht kann. Und so weit gelaufen.
Musical Snuffbox. Ist das von der Musikbox oben? Hört sich an wie der Flohwalzer. Also das da war auf jeden Fall die Snuffbox, die wir gerade gefunden haben. Dann brauchen wir bestimmt das dritte auch noch. Was wäre dies? Bestimmt da, wo man noch nicht reinkommt. Da ist die Küche. Da hat man das Teil gerade raus. The Art of the Musical Snuffbox. Sadie's Canon Song. Geh weg. Sind wir aber noch nicht weiter. Mann! So ein kleiner Lichtblick und dann... War nur ein Millimeter. Das Piano dran. Ja. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Da ist auch nichts. Raus kommen wir eh nicht. Da kommen wir nicht rein. Ja, das Spiel, das haben wir in 4 Stunden durch.
Aha. Ach, das war doch was von der Musikbank. Ja, das letzte. Habe ich jetzt auch rausgehört. Also das hier, das mittlere und das dritte. Fehlt jetzt auch noch der erste Sheet. Ich habe keine Ahnung, wo ich den herkriege. Beziehungsweise wahrscheinlich aus dem Daughter's Room oder aus dem Bedroom, aber. Ja. Das heißt, wir brauchen entweder jetzt irgendetwas, um oben den Türstopper zu entfernen beim Schlafzimmer. Oder den Tresor zu öffnen. Oder das Tagebuch zu öffnen. Oder in den Tochterraum zu kommen. Oder. Okay, also mit denen habe ich jetzt alles durchgeguckt. Die habe ich kaum gespielt. Ja, das ist immer so ein Suchspiel bei ihm. Uff. Und ich wette, das letzte ist in dem Tochterroom. Und in den kommen wir nur, wenn wir im Bedroom waren. So interpretiere ich das rein. Das ist kurios, dass es ein bisschen offen ist. Yuki, du bist stark, richtig? Kannst du es irgendwie öffnen? Wahrscheinlich könnte ich das, aber es hat nichts damit zu tun, den Ausgang zu finden, richtig? Glaub schon. Na gut. Do you can make this, delinquent? You are delinquent. You can do this. Can you make open this drawer? Please open this. Es sieht so aus, als wäre da irgendwas drin. Ich frage mich was. Ich weiß nicht. Wen interessiert es, richtig? Okay, dann der leck mich am Arsch, Boy. Who cares? Er steckt ganz schön fest. Glaubt, da ist irgendetwas drin. Gib mir das. Ich will das haben. Warum macht ihr das nicht auf? Weil es ist da ein Schlüssel für den Ausgang drin. Die Mauer ist aber seltsam. Das ist ein bisschen auffällig, glaube ich, oder nicht? Oh. Was ist los, Yuki? Nix. Der Yuki geht mir ein bisschen auf den Piss. Der tut nicht, was man ihm sagt.
Mach das auf, Yuki. Arsch. Ich hasse dich. Warum hassen mich die Charaktere so? Kann ich die nicht spielen? Hugh, ihr steckt den Kopf ins Klo rein. Da, mach. Sie hassen dich, weil Baum. Ist doch jetzt nicht so schwer, das Teil aufzumachen. Da tritt man einmal dagegen und kaputt. Das kriegst sogar du hin, du Nerd. Also bitte, das kriegst sogar ich hin. Gut, ich habe so ein Gefühl wie ein Elefant und mache alles kaputt, aber trotzdem. Das kriegst sogar Susi hin. Gut, die hat auch ein Gefühl wie ein Elefant. Oh Mann. Egal. Mein Arm sagt doch. Mein Arm weiß das. Wenn du der jungen Ladies Zimmer sauber machst, bitte leite den Schlüssel von der Mistress. Yagashi. Mein Arm sagt das, weil ich das mit Absicht getan habe. Was? Es sieht so aus, als wären wir frei, den Schlüssel in ihrem Zimmer zu nehmen, wenn wir das wünschen. Die Box wird sich öffnen, wenn du alle Schlüssel drehst. Sie sagte. Sie sagte zum Starten. Starte mit ihrem Lieblingssong und ende mit ihrem letzten Favoriten. Das heißt, mit dem mit dem Konzertsong? Dann mit dem anderen? Dann ja. Aber was war jetzt zweiter Favorit? War das ihr zweiter Favorite? Also das war der erste. Sadie's Cannon Song. Also er ist rechts, links, Mitte oder rechts, Mitte, links? Kann ich das machen, obwohl ich den letzten nicht gefunden habe? Bitte?